Hallo Linux-Freunde und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Ich möchte euch in einem kurzen Video heute zeigen, warum ich GNU/Linux nutze und warum ihr es vielleicht auch zumindest einmal ausprobieren solltet. Ich nutze es schon jetzt seit längerer Zeit und ich habe jetzt bewusst den Ausdruck GNU/Linux gewählt, weil ja immer gesagt wird, und das ist auch richtig, Linux ist letztendlich nur der Kernel und GNU ist das ganze Umfeld, das heißt auch die Anwendungen, die man mit dem Linux-Kernel dann nutzen kann. Es gibt natürlich, wie ich auch im letzten Video oder im vorletzten Video schon gesagt habe, jede Menge verschiedene Linux-Distributionen, Debian, Ubuntu, Arch, OpenSUSE, Gentoo, Slackware, Linux Mint und so weiter und so fort. Das soll uns aber heute nicht interessieren, denn mir geht es darum, einfach mal darzustellen, was eigentlich allgemein an einem Linux-System meiner Meinung nach gut ist. Der erste Punkt, der wahrscheinlich jedem einfällt, der mit Linux zu tun hat oder der schon einmal von Linux gehört hat, das ist die Sicherheit. Wir wissen, dass es beim Microsoft Windows System unter Umständen erhebliche Mängel geben kann. Die sind zwar auch zu beheben, wenn man weiß wie, und es gibt Virenscanner und so weiter und so fort. Aber Linux gilt generell als wesentlich sicherer. Das heißt nicht, dass es nicht auch möglich ist, dass man sich irgendwo etwas einfängt, was eventuell Probleme bereiten kann, aber alleine dadurch, wie das Dateisystem von Linux angelegt ist, ist es schon wesentlich sicherer als ein Microsoft-System. Des Weiteren ist es natürlich so, dass die Bedeutung von Linux in der Welt nicht so groß ist, dass es für Virenprogrammierer sehr interessant ist, denn die wollen ja größtmöglichen Schaden anrichten und das können sie jetzt bei den Desktop-Nutzern von Linux nicht unbedingt, in der Masse zumindest. Was mir auch ein wichtiger Punkt ist, dass es Open Source ist. Open Source heißt, dass der Quellcode offen ist und dass in einer Gemeinschaft letztendlich an dieser Sache gearbeitet wird. Jeder hat das Recht, eine Software, die er gut findet, weiterzuentwickeln, zu verändern und eventuell auch etwas Neues daraus zu erschaffen. Was mir daran sehr gefällt, das ist der Gemeinschaftsgedanke. Das heißt, Linux und die ganze GNU-Welt entsteht durch Zusammenarbeit. Da ist es natürlich so, dass teilweise auch Irrwege beschritten werden. Von denen trennt man sich dann wieder und es gibt dann wieder was Neues. Also in der Linux-Welt ist es sehr häufig anzutreffen, dass auch Sackgassen entstehen. Das ist aber nicht schlimm, denn das Irren gehört letztendlich auch dazu bei so einer Sache. Und da sind wir bei einer Sache, die oft auch kritisiert wird, die gebotene Vielfalt. Also man kann, habe ich ja im letzten Video gesagt, aus über 100 Distributionen auswählen. Das verwirrt natürlich Leute, die sich damit nicht auskennen. Das verstehe ich voll und ganz. Ich sehe das allerdings eher positiv. Es gibt mir eine Freiheit, und zwar die Freiheit zu wählen, was ich bevorzuge. Denn einen einzigen Weg bekomme ich ja von Apple vorgeschrieben. Einen einzigen Weg bekomme ich von Microsoft vorgeschrieben. Da kann ich nicht recht viel auswählen und auf meine Bedürfnisse anpassen. Mehr oder weniger muss ich ein Mac OS so nehmen, wie es einfach ist. Bei Linux ist es so, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt und das hat nicht nur kosmetische Aspekte, sondern überhaupt, wie das ganze Betriebssystem aufgebaut ist. Ein Arch-System unterscheidet sich wesentlich von einem Debian-System. Und das wiederum unterscheidet sich auch von einem Ubuntu-System. In der ganzen Philosophie, in der ganzen Art, wie es aufgebaut wird, in der ganzen Art, wie man mit Updates versorgt wird, wie mit neuen
Programmversionen umgegangen wird und so weiter. Und im Endeffekt auch in der Kommunikation. Insofern kann sich jeder aussuchen, was ihm da am besten gefällt und kann versuchen, damit glücklich zu werden. Ein weiterer Punkt, der für mich natürlich und wahrscheinlich auch für euch von großer Bedeutung ist, das ist die Qualität. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Qualität von Linux-Distributionen und auch von Linux-Anwendungen im Jahr 2019 sehr hoch ist. Es gibt natürlich immer noch Mängel, das liegt in der Natur der Sache. Das kann zum Beispiel sein, dass bestimmte ganz neue Hardware nicht optimal unterstützt wird. Das kann sein, dass bestimmte Spiele, Spezialanwendungen, die einfach für Windows programmiert wurden, entweder gar nicht funktionieren unter einem Linux-System oder eben unter Wine oder einem Emulator einer virtuellen Maschine beispielsweise, entweder gut oder nur eingeschränkt laufen. Das muss man dann im Einzelfall feststellen. Was man abchecken muss, ist, ob ein Alternativprogramm, das für Linux verfügbar ist, identisch oder zumindest ähnlich ist von der Qualität her wie das Originalprogramm, das man von der Windows-Welt kennt, also Vergleich zum Beispiel Photoshop mit GIMP. Das muss jeder für sich entscheiden. Das hängt natürlich auch davon ab, welche Ansprüche man an ein Programm hat. Insgesamt würde ich sagen, dass die Qualität der Linux-Programme, wie gesagt, im Jahr 2019 sehr hoch ist. Man hat eine vernünftige Office-Suite, man hat diverse Videoschnittprogramme, man hat Fotobearbeitungsprogramme und auch verschiedene andere Anwendungen, die sehr speziell sind, kann man unter Linux nutzen oder man hat entsprechende Alternativen über Wine oder vielleicht sogar über eine VirtualBox, wenn es gar nicht anders geht. Insgesamt kann man Linux brauchen, was nicht heißt, dass es jemanden geben kann, der sagt, für mich ist es nichts. Darum mein Credo. Benutzt das, was euch persönlich gefällt. Schaut euch eben an, was es alles gibt. Da sind wir wieder beim Thema Vielfalt. Es gibt Arch, es gibt Debian, es gibt Ubuntu, es gibt Linux Mint, es gibt Elementary, MX18 und wie sie noch alle heißen. Schaut euch das alles an. Bei vielen Distributionen ist es so, dass ihr die nicht mal installieren müsst. Ihr könnt euch das in einem sogenannten Live-System anschauen. Dann seht ihr ja, ob das was für euch ist. Wenn nicht, dann schaut ihr euch das nächste System an. Und lasst euch da gar nicht so sehr von anderen Leuten beeinflussen. Jeder hat so seine Vorlieben und findet das, was er benutzt, natürlicherweise am allerbesten. Wenn das nicht so wäre, wäre es ja auch ziemlich schräg. Jeder sagt dann möglicherweise zu euch, nutzt das und das und alles andere ist blöd. Für euch mag das ganz anders ausfallen. Findet dann heraus, wie ihr euer System anpassen könnt, denn das ist die Stärke von jedem Linux-System, von jedem. Ihr könnt es zu eurem System machen. Ihr könnt sagen, das und das passt mir nicht, das und das brauche ich nicht, das will ich zusätzlich haben oder ich möchte irgendwas ganz Spezielles, was außer mir keiner haben will und da versuche ich jetzt in meinem Linux-System das zu realisieren. In der Regel geht sehr vieles. Also, wenn ihr einen speziellen Wunsch habt, dann schaut einfach, wie ihr das umsetzen könnt. Der nächste Punkt, den ich dann jedem ans Herz lege, wenn ihr mal so weit gekommen seid, genießt es, Teil einer genialen Community zu sein. Und ich möchte diesen Satz am liebsten 10-mal sagen. Ich habe manchmal nämlich leider den Eindruck, dass manche das gar nicht so sehr genießen,
und gar nicht sehen, wie genial diese Linux-Community ist. Es splittet sich allzu sehr auf in eine Arch-Community und in eine Ubuntu-Community und in eine Debian-Community, und alles ist so geschlossen und unnötig verbissen manchmal. Ich rede jetzt hier nicht allgemein. Ich rede davon, genießt es, Teil einer genialen Linux-Community zu sein. Egal, ob ihr Arch oder Ubuntu oder Debian oder Slackware oder Gentoo oder Elementary oder sonst was nutzt. Ihr seid alle Teil dieser Community, die durch diese vorhin erwähnte Gemeinschaft etwas ganz Besonderes ist. Eine weltweite Gemeinschaft, die seit über 20 Jahren nun zusammenarbeitet, um das Projekt Open Source GNU Linux nach vorne zu bringen. Und egal, wer sich da jemals daran beteiligt hat, es ist genial. Genießt es. Und genießt auch den Austausch. Engagiert euch. Redet miteinander. Tauscht Erfahrungen aus. Das macht Spaß. Das ist das, was einfach so schön ist an der Linux-Community. Ihr könnt bei Microsoft oder bei Apple natürlich euch auch austauschen, aber ihr könnt nicht Einfluss nehmen. Hier könnt ihr in einem Forum, in einem Chat vielleicht euer spezielles Problem, euer spezielles Anliegen sagen, und möglicherweise kommt jemand und kann euch dabei helfen. Ich habe mich selber schon mit Entwicklern unterhalten dürfen, zum Beispiel mit dem Philipp von Manjaro. Das heißt, der Weg zu denen, die das tatsächlich machen, der ist sehr kurz unter Umständen. Ihr könnt nicht einfach mit einem Apple-Entwickler reden und eure Wünsche äußern, das geht nicht. Aber ihr könnt in Verbindung treten mit den Leuten der Distribution eurer Wahl. Wo geht das schon? Genießt das. Das ist ein Privileg. Und ich möchte es auch gar nicht so lang halten. Es ist eine kleine Werbung natürlich für Linux. Ich sage, probiert es einfach aus. Wenn es euch nicht gefällt, ist das auch völlig okay. Wenn jemand sagt, ich möchte bei Windows bleiben, ich möchte bei Mac OS bleiben, ich habe mein Chromebook, ich brauche überhaupt keinen Desktop, alles völlig okay. Ich sage ganz einfach nur, probiert es aus und möglicherweise gefällt euch, was ihr da seht, und wenn es euch nicht gefällt, ist es auch in Ordnung. Auch das müsst ihr nicht verbissen sehen. Und auch kein Linux-Fan muss es verbissen sehen, wenn jemand Windows benutzt. Alles in Ordnung. Probiert es aus. Vielleicht tun sich neue Welten auf. Möglicherweise. Und dann könnt ihr auf meinem Kanal möglicherweise interessante Videos sehen, möglicherweise auch nicht. Ihr könnt im Discord mit mir reden oder auf Twitter. Und es gibt noch jede Menge andere tolle Kanäle auf YouTube, wie zum Beispiel Unix EU, wie Linux Guides, wie Knietief Linux. Besucht auch diese Kanäle. Ich habe viel Spaß daran, auch meinen YouTube-Kollegen zuzuschauen, was die so denken und machen. Das war's auch schon. Mehr will ich gar nicht sagen. Bis zum nächsten Mal. Euer Joe.